Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Niederösterreich heute. Die Stimmung bei der Raiffeisen Landesbank war schon besser. Grund dafür ist das vergangene Geschäftsjahr, in dem die Bank rote Zahlen geschrieben hat. Einen Verlust von 273 Millionen Euro. Helden von Stein. In Krems erinnert man an jenes Massaker, bei dem vor 70 Jahren hunderte Regimegegner von SS-Soldaten umgebracht wurden. Exotische Gartenmöbel, wie man sich Urlaubsgefühl holen kann, ohne dafür verreisen zu müssen. Sonnig und kühl wird das Wetter mal. Die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien ist im vergangenen Geschäftsjahr in die roten Zahlen gerutscht. Konkret hat die Bank einen Verlust von 273 Millionen Euro geschrieben.